Gut, jetzt hier bei uns Total Rugby im Interview Mohamed Kabir, die Nummer 1 der RG Heidelberg. Ja, heute 18:12 gegen BRC. Mohamed, war das Spiel, verlief das ganz nach deinen Vorstellungen? Ganz und gar nicht, Tim. Wir haben uns sehr schwer getan in Offenen. Wir sind zwar reingegangen, haben versucht, die Bälle sicher zu machen, aber die haben uns öfters die Bälle auch geklaut. Dadurch haben sie uns das Leben zur Hölle gemacht, die Berliner. Gut, okay, und jetzt zu deinem persönlichen Spiel gegen den Boris Siebenhörl. Ist ja einer der erfahrenen Haudegen auf der ersten Reihe in der deutschen Bundesliga. Ja, wie ging es dir da so? Ah, meiner Meinung nach, ich habe ihn gut im Griff gehabt, sagen wir mal so. Ja. Ich hatte keine Probleme gegen ihn. Gut, okay. Und Mohamed, erzähl uns doch mal, was deine persönlichen Ziele sind jetzt noch für den Rest der Saison. Auf jeden Fall. Für die nächsten Wochen. Auf jeden Fall Siege gegen Köln nächste Woche. Das sind wichtige Punkte, die wir brauchen. Auf jeden Fall die 5 Punkte. Ansonsten Playoffs, am besten Heimspiele, die ersten 2 Plätze. Und jetzt auf der 3. Sturmreihe ist die RGH, hat sich ja wieder Verstärkung geholt, alte Verstärkung, wenn man so will, mit Costa Dinja. Ist es auch, ja, ist es in deinem Sinn, dass er wieder bei uns ist? Auf jeden Fall, Costa ist ein super Spieler. Ich habe mich tierisch gefreut, als er wieder gekommen ist und freue mich auch auf die nächsten Spiele mit ihm. Gut, okay, dann danke Mohamed, das war's von Total Rugby. Danke.